Parameter für das Experiment. Dann schauen wir, wie er sich im Feldversuch bewährt. Das wird immer besser. So, Spielautomaten Experimente. Schuldknecht, Kundenprofil, verlorene Einnahmen. Schuldknecht. Kundenprofil. Notizen von Aufsuchern Barstow. Glücksspiel ist von sich aus reizvoll. Casinos im ganzen Land haben Millionen ausgegeben, um diesen Reiz zu perfektionieren. Eine ausführliche Analyse der dabei verwendeten Techniken in der Commonwealth-Fachzeitschrift für Psychologie hat mich auf die Idee gebracht, Glücksspiel als positiven Motivator in Wald zu nutzen. Die große unbeantwortete Frage lautet, wie dieses Gerät am besten eingesetzt werden kann. Optionen: A. Das Gerät könnte dahingehend manipuliert werden, dass es Personen zuerst anlockt und später alle finanziellen Mittel beraubt. Dies würde zu einem maximalen Erlös für den Wald führen. Hierbei handelt es sich um den Schuldknecht. B. Die Maschine selbst könnte ein Standard-Glücksspielautomat sein, der jedoch Personen analysieren und den Aufseher die Möglichkeit bieten kann, schädliches Verhalten zu überwachen. Kundenprofile. Oder C, falls Zeit für eine Steuerung ist, könnte die Wahrscheinlichkeit zur Maximierung des Gewinns angepasst werden. Die Spieler würden also so gut wie nie verlieren. Dies würde sich zweifelsohne als beliebt erweisen, wenn es gleich auch teuer. Der Parameter verlorene Einnahmen sollte allerdings nur für A-B-Tests gewählt werden. Ich würde sagen, ganz böse Sachen, der Schuldknecht. So nicht anders. Klemm, mein Junge, komm her, spiel und verlier alles. Und, hast du verloren alles? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Los, da muss doch auch mal was rauskommen. Yep, er hat alles verloren. Ist das verdammte Ding manipuliert? Bodenlos. Aufseher. Es wird Zeit für den Spielautomaten. Kann's kaum erwarten. Muss ich jetzt wirklich wieder warten, bis die Alte dorthin gelaufen ist? Oh Mann. Oh, haben wir gewonnen? Schauen wir mal nach Clem. Oh, hallo. Hör mal, ich muss noch mal an den Automaten. Gleich habe ich wieder Glück. Ich fühle es. Ja, Clem, such noch etwas Geld. Du gewinnst bestimmt bald den Jackpot. Jetzt brauchen wir nur noch eine Show und ein paar Gangsterbosse, dann ist das Casino komplett. Ah, deine berühmten geistreichen Bemerkungen. Endlich fertig. Nach hunderten von Jahren der Planung und Verfeinerung. Die Ergebnisse waren durchwachsen. Aber in der Wissenschaft kommt man selten dort an, wo man eigentlich hin wollte. Jetzt, da mein Lebenswerk vollbracht ist, werde ich unsere Pläne zu anderen Vaults bringen, um das Leben der Leute dort zu verbessern. Vault 88 braucht dich und deine Führung. Wir dürfen unsere Aufseherin nicht verlieren. Wie ergreifend. Gefühle sollten bei dieser Überlegung keine Rolle spielen. Aber irgendwie tun sie es. Ich werde bleiben. Zusammen
werden wir Vault 88 zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung machen. Für die Zukunft. Legende von Vault 88. Reduziert den durch Ghule verursachten Schaden um 15%. Ja, und das war's eigentlich mit dem DLC jetzt, ne? Ich glaube, wir haben's, ne? Fortuna. Kurz was gucken. Hab ich die Okay, das ist schlecht. Ich muss neu laden. Das ist überhaupt nicht gut. Bitte sagt mir, dass wir jetzt hier nochmal irgendwo eine Speicherung haben. Wir müssen die alte tatsächlich weggehen lassen. Wir müssen Aufseher werden für die Trophäe. Das ist ja gar nicht gut. Alter, jetzt kann ich die Alte noch mal hierher kommen lassen. Hey. Meine Güte. Dabei will ich gar kein Aufseher werden. Es wird Zeit für den Spielautomaten. Kann's kaum erwarten. Ja, dann gib mal Gas. Ich stelle mich wieder bereit. Können wir nichts machen. Los! Muss doch auch mal was rauskommen. Was? Ist das verdammte Ding manipuliert? Irgendwann werde ich Glück haben. Los, da muss doch auch mal was rauskommen. Ich bin gerade absolut nicht pissen gegangen, während die hierher gelaufen ist. Mitten in der Folge. Ein Skandal. Hallo, hör mal. Ich muss nochmal an den Automaten. Gleich habe ich wieder Glück. Ich fühle es. Ja, Clem, such noch etwas Geld. Du gewinnst bestimmt bald den... Ich speichere hier mal. Ich find's gut, wie der Automat funktioniert. Ich auch. Und es gab kaum Probleme mit meinem Prototyp. Endlich fertig. Die Ergebnisse. Ja. Jetzt, da mein Lebenswerk vollbracht ist. Ich tue nochmal schnell speichern. Bei einer Ehre, mit dir zu arbeiten. Gefällig da draußen. Keine Waltz mehr. Es war mir eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht weinen würde. Das ist ein großer Moment für mich. Ich übergebe dir die Verantwortung. Mach Vault 88 groß. Du bist jetzt der Aufseher. Legende von Vault 88 nochmal. Aufsicht, werde Aufseher. Das war die letzte Trophäe von dem DLC. Ich werde aber neu laden, denn ich werde sie als Aufseherin hier lassen. Die passt hier schön her. Das heißt, ihre Experimente machen. Vault 88 braucht die ergreifen. Gefühle, aber... Kyrie gefällt das nicht so. Ist mir aber scheißegal. Nee, warte mal.
Aber das ist auf jeden Fall soweit erledigt. Die notwendigsten Sachen haben wir gebaut. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt gerade ein schöner Vault geworden. Aber ich bin in sowas echt nicht so gut im Bauen. Aber ich denke mal, so größtenteils haben wir es einigermaßen hinbekommen. Wir haben auch gefühlt eigentlich jeden wichtigen Raum gebaut. Cafeteria, Klinik, Wohnquartiere, Atrium, Aufseherteil halt, Aufseherbüro. Wir haben Essen, wir haben Wasseraufbereiter, Experimente haben wir durchgezogen. Ich denke, das ist schon ganz okay. Wir haben noch ein Level Up. Wo haben wir den rein? Machen wir mal den Action Boy voll. Dass unsere Aktionspunkte sich noch schneller aufladen. Denke ich mal, ja. Mach schon mal, die chillt auch hier gerade rum. Es muss natürlich auch noch ein bisschen voller werden. Wir haben ein bisschen zu viele Leute hier. Und ich glaube, die Barstow kann ich... Ach, schau mal, jetzt können wir bei ihnen auch die Sachen zuweisen. Dann tust du jetzt auch mal hier ein bisschen Mutterbeeren pflücken. Dann haben wir zumindest schon mal zwei Leute, die Nahrung besorgen. Die andere ist in der Klinik und da müssen wir halt warten, bis noch mehr Leute kommen. Ich denke mal, die Aufseherin können wir ja nicht rumbefehlen. Nee. Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. Nee. Ich will nur ein bisschen handeln. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Triggert ist, dass es hier ein bisschen dunkel ist. Ich mache da oben noch so eine Lampe hin, falls das was ändert. Nee, nicht wirklich. Das ist einfach zu tief. Ich denke mal, wir haben uns ganz gut geschlagen. Die Trophäen haben wir. Ja, und hier sammeln sich immer wieder Sachen dann auch. Ich meine, was wir jetzt natürlich noch machen könnten, wir könnten halt ein paar Leute hierher schicken. Dass der Vault auch ein bisschen voller wird. Hier gehen wir mal nach Nordhagen und tun von dort aus welche hierher schicken. Geben denen alle mal Vault-Anzüge, Pip-Boys. Oh mein Gott. Ich bin neu hier. Hi. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun soll? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Ich gebe denen direkt die Sachen einfach hin. Pip-Boy. Siedler nach Vault 88. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Ja? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Zum Reden. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar doch. Kommt mir das so vor oder tut der Vault-Anzug einen so einen richtigen Softie machen? Schon so ein bisschen, ne? Gibt mir so die Lucy-Vibes dann aus der TV-Serie. Kann ich hier draußen irgendwie helfen? Lass uns handeln. Okay. Lucy kommt am Anfang erstmal so raus, wird absolut nicht ernst genommen, sieht auch total aus wie der absolute Softie. Was er auch am Anfang ist, und dann wird sie auch erst Badass. Das Ödland hat sie erst dazu geformt, einen richtigen Badass zu werden. Zumindest am Ende der Serie ist sie schon deutlich krasser gewesen.
Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Oh, ihn schicken wir jetzt mal hier noch. Oh. Und hier wird's mehr Leute. Gucken Sie denn alle? WTF? Bilde ich mir das ein oder zieht's hier drin? Ich glaube auch. Immer muss ich mal die Versiegelung der Bautür ansehen. Fertig mit deinen Experimenten? Ich glaube nicht mit uns geredet, oder? Die Beleuchtungen sind irgendwie scheiße. Das leuchtet ganz komisch auf einmal. Auf einmal wird alles ganz komisch wird. Gute alte Glühbirne, die macht's immer. Was anderes braucht man nicht. Egal wie scheiße es aussieht, das Teil macht seinen Job. Die Glühbirne. Ja, ich glaube, dass die Leute noch nicht wirklich da sind, ne? Wir warten mal kurz 24 Stunden.
Oh, nächste Folge könnten wir dann eventuell vielleicht dann mal die Silver Shroud Questline angehen. Weil Voltec Workshop haben wir fertig. Wir haben die Vault erkundet, wir haben einigermaßen einen Vault zusammengeklustert hier unten. Geschustert. Achievements haben wir alle. Oh, jetzt hat die Oberlin Station aber Schaden bekommen, wieder angegriffen. Goddammit. Da laufen wir da draußen welche rum. Haben die sich da draußen wieder verheddert, ne? Weil sie zu dämlich sind. Ja. Ach Leute. Ich weiß nicht, was die hier mit dieser Ecke haben. Ist aber auch egal. Unser Job ist jetzt erstmal getan. Ich habe genug von Volt 88. Das war doch die letzte Folge in dieser Aufnahmesession, die ich jetzt gerade aufgenommen habe. Es waren wieder einige Folgen. Einige Folgen. Die wir aufgenommen haben. Auf ganz entspannt. Hey. So. Noch immer wunderbar. Ja, kein grünes Zeug. Strong sein hungrig. Oh, ich mach das nochmal rein. Ja. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Strom sein langweilig. Kurz noch zur Oberlin Station, die hat ja Schaden bekommen. Die hat auch einen Anzeigefehler, da wird die ganze Zeit angezeigt, dass da 43 Leute sind bei der Farm. Was hat jetzt hier Schaden bekommen? Alles doch gut. Alles in Ordnung. Die Farm der Daltons hat auch Schaden bekommen. Ja, da kommst du gar nicht so schnell hinterher. Da werden zwei Sachen verschiedentlich angegriffen. Wenn du das von den einen zum anderen reißt und du kriegst das andere dann jeweils Schaden. WTF einfach nur. Wenn hier ist wieder ein Nebelkriecher. Safe ist hier wieder ein Nebelkriecher. Der uns penetrieren will. Ich höre doch schon.
Okay. Ah, hier oben sind wir ja. Soweit, so gut. So, dann machen wir nächste Folge Silver Shroud. Wir machen diese Quest mittlerweile schon eigentlich relativ sehr spät im Let's Play. Oder noch besser, bevor wir zum Silver Shroud gehen. Bevor wir zum Silver Shroud gehen, gehen wir vorher zu Hancock. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Ist ja hier drinne gewesen, ne? Ich glaube, hier drinnen ist denen seine Bude. Weil den können wir nämlich als Begleiter mitnehmen. Da wäre so der nächste Begleiter, den wir angehen könnten. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Aufnahmesession geht es dann hier weiter mit Hancock und Silver Shroud, die ganze Sache da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer World Gamer YouTube. Ciao.